Hallo Leute und herzlich willkommen bei Elenas Balkongarten. Es ist Mitte Juni und langsam wird es wirklich mal wieder Zeit für ein kleines Balkon-Update. In den letzten Wochen und Tagen hat sich ganz schön viel verändert und mein Balkon ist ein richtiger kleiner Dschungel geworden. Überall wachsen Blumen, wie hier die Kapuzinerkresse, die übrigens ein super Schneckenmagnet ist und so die Schnecken von anderen Pflanzen abhält, aber das ist bei mir am Balkon jetzt nicht so der Fall. Aber wer einen Garten hat, kann das bestimmt nutzen. Aber schaut doch mal, wie es in meinem Hochbeet aussieht. Die Karotten wachsen eh schon die ganze Zeit super dolle und ich habe auch schon die ersten Karotten geerntet, damit die anderen Karotten ein bisschen mehr Platz haben und noch ein bisschen größer werden können. Außerdem habe ich dazwischen drin ein paar Blumen, die habe ich zwar nicht gesät, aber wahrscheinlich sind die von letztem Jahr noch da oder die Samen wurden reingeflattert. Auch meine Paprika hat schon richtig schöne Blüten, mal sehen, wie lange die dieses Jahr braucht, um reif zu werden. Und dahinter versteckt sich auch schon die Gurke. Schaut doch mal, wie süß die kleinen Gurken mit den Blüten schon aussehen. Und nicht nur ich finde es gerade super schön auf dem Balkon, auch kleine Tierchen wie die Hummel hier fühlen sich richtig wohl. Meine Tomaten wachsen eh die ganze Zeit schon und ich kann sie richtig schön schon ernten. Und auch die Blüten der Olena Ukrainian fangen langsam an, sich zu bestäuben. Und da sieht man auch schon die erste. Besonders stolz bin ich dieses Jahr auf meinen Lavendel. Der wächst richtig schön und gut. Und die letzten Jahre habe ich es irgendwie immer geschafft, dass der vertrocknet ist und gestorben ist. Deswegen freue ich mich besonders darüber. Habt ihr auch etwas, worüber ihr euch besonders freut? Oder etwas, das bei euch immer vertrocknet? Schreibt es doch gerne in die Kommentare. Und zwischendrin wachsen auch noch ein paar andere Blümchen. Das sind meine Frühlingszwiebeln. Am Anfang dachte ich irgendwie, ich habe Schnittlauch gesät und habe gesnackt, bis ich dann gecheckt habe, dass es ja Frühlingszwiebeln sind. Und meine Zucchini, die wollte ich schon längst umtopfen. Aber irgendwie habe ich es total vergessen. Aber trotzdem hat sie schon ihre erste Frucht. Und die kleinen Walderdbeeren, naja, die sind natürlich nicht so groß und da kommt nicht so viel bei rum. Aber ich finde es trotzdem ganz schön, dass sie auf meinem Balkon wachsen. Und wer versteckt sich hinter dem großen Blatt? Eine kleine Raupe. Also dann Leute, lasst ein Abo und einen Daumen nach oben da und dann ciao!